Welcome to the new video und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video zeige ich euch verschollenes Schlachtfeld. Warum ihr euch fragt jetzt euch sicherlich, warum greift dieser Hirni nicht den Kampfaltar Level 10 an? Diesen wunderschönen. Ja, kann ich ja gleich mal machen, aber werdet ihr sehen, ich werde sowieso gleich verkacken. Das liegt in meiner Natur. Und habt ihr gesehen? Aus solchen Gründen greife ich ungern an. Ja, mit dem Team geht es eigentlich relativ schnell immer. Okay, jetzt natürlich nicht, wenn der Donk einmal reinpockt. Aber so jetzt, ich kann es auch mal zeigen, so nämlich das. Das Team nämlich, wenn zum Beispiel so ein härteres Team kommt, also wo zum Beispiel Mino und sowas halt dabei ist und PDs. Und das ist halt mein Boss-Team. Ja. Aber das ist ja halt für die kleinen Gegner, um die schnell zu legen. Aber ich mache eigentlich eher selten, ich mache eher selten hier verschollenes Schlachtfeld. Nee, nicht Schlachtfeld, verschollenes Reich. Ja, ich vertue mich da auch immer. Ah, da kommt schon ein Dämon. Enormer Schaden. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das Boss-Team nehmen kann. Was hat ein Zwirn jetzt drin? Ich glaube, das könnte ich. So. Da kommen jetzt die beiden raus. Ich brauche jetzt nämlich verlangsamen. Und den, okay. Okay, ich hoffe, es klappt. Es ist öfters mal Zufall, ob es klappt oder nicht. Deswegen jetzt nicht wundern, falls jetzt nicht klappen sollte. Und Aris! Ah ja, perfekt. Aris hat geprockt. Bevor er noch auslösen konnte. Und mich dadurch noch ein bisschen gerettet. Dadurch kann ich jetzt hoffentlich entweder ihn schaffen oder halt jetzt noch ordentlich Schaden zu. Also jetzt habe ich schon ordentlich Schaden zugefügt, was sehr gut ist. Und der hat nämlich, der Sven hat nämlich auch ein Center drin, das ist nämlich gut, um hier Damage zuzufügen und ihn zu verlangsamen und ja. Und den Angriff zu erniedrigen. Ich habe es auch schon mal so weit geschafft, den so stark zu machen, dass er kann man sagen, keinen Schaden mehr gemacht hat. Hatte ich nämlich Schaman drin. Hatte mein Dings dann noch ein, hier war es das Molter. Wir hatten beide einen Santa und sowas. Und dadurch haben wir geschafft, dass er eigentlich auch, das war auch so einer mit enormem Schaden, dass er uns gar keinen Schaden eigentlich gegeben hat mit enormem Schaden. Und ja. Dann worke ich mal dahin. Ja, also ich denke ich mal noch von anderen Spielen Videos, also nicht nur von Castle Clash, sondern auch, oder wie viel, zum Beispiel von Tai Chi Panda vielleicht noch. Also diese Truhen, die mache ich eigentlich gar nicht auf, weil es lohnt sich für mich eigentlich, ich finde es lohnt sich nicht. Da lohnt sich eher, die Kristalle zu sparen und für die Helden auszugeben. So. Ja, genau, ich wollte noch von Tai Chi Panda. Eventuell mache ich so von Asphalt 8 Videos. Da bin ich ja schon recht weit. Also, ich bin in der letzten Saison. Stecke ich da gerade fest. Also, in der letzten halt. Bei der Experten, genau. Und davon könnte ich ja zum Beispiel das machen. Ach, komm, fürs Video kann ich jetzt ja mal machen. So, und was könnte ich noch machen? Ich überlege gerade. Star Warfare, naja. Ist ja mein Account weg. Also daher. Was könnte ich noch? Ich überlege gerade, was ich noch alles so let's playen könnte, aber.
Dragonland hat jemand aus meiner Klasse gesagt, dass ich das mal machen sollte. Ach, oh, jetzt hat es sich mal gelohnt. Für 7000 Kristalle habe ich eine mythische Runentasche gekriegt. Ob sich jetzt wirklich gelohnt hat, weiß man nicht. Ich glaube, naja. Es hat sich halbwegs gelohnt, sagen wir es mal so. Aber es kam jetzt noch kein Händler, noch kein Händler. Und das finde ich nicht gerade schön. Ah, durch das, dass die Kürbis im Koma ist, seht ihr, wie langsam die auch sind. Kürbis kam natürlich nicht zum Brocken. Habe ich hier noch eine Karte? Oh, ich habe sogar zwei. Habe ich hier mal so. Ach, vielleicht könnte ich so noch Heroes of Order and Chaos machen oder Lego Batman Beyond Gotham oder Marvel Sturm der Sturm irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und sowas würde ich eben machen, also zum Beispiel Lego Lego Batman oder Lego Marvel, dieses Ding, damit ihr seht, ob sich lohnt zu kaufen oder nicht, weil diese Spiele kosten nicht Geld. Außer halt Castle Clash, aber naja. Und das könnte ich dann halt für euch zum Testen machen, ob ihr es, damit ihr seht, ob es sich für euch lohnt oder nicht. Fügt Zielen Koma zu, kommt mit Dienern. Das heißt, nein. Hier kann der raus. Und wir machen noch ein bisschen Damage. Ich überlege gerade, wie ich noch nehmen könnte. Ach, gibt's ja nicht. Ach, den. Der macht noch Damage. Ach, wenn ich jetzt... Mach ich ja nicht mit Zwirni, dann muss ich den... Muss ich den lieben Kerl rausnehmen. Und den nach hinten nochmal. Wen könnte ich denn dann noch... Ach, da könnte ich doch den nehmen. Digelle, was hat der denn? Ja, der hat einen Aris, das ist gut. Also von direkt vorne in der ersten Reihe. Also in der zweiten Reihe, besser gesagt. Und ja, und ich finde es letztens durch ein Update kam ja raus, was ich persönlich nicht so toll finde, dass sie jetzt andersrum sind. Zum Beispiel, wenn man auch beim verschollenen Schlachtfeld, wenn man da jetzt auf ein Team drückt und das angreifen will, dann steht das andersherum. Genau, ist die Aufstellung jetzt andersrum. Na, zeige ich am besten jetzt gleich. Das können wir jetzt auch wieder hier bei den Digelle sehen. So, oh, und das sollte jetzt auch schnell erledigt sein. Ach, ich habe vergessen, wie viel Leben er hat. Vielleicht 200 Millionen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, oder 100 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Boss es ist. Wie viel Leben er hat. Auf jeden Fall dauert er ziemlich lang und die machen nicht dauerhaft 60er. Oh, da hat er mal geprockt. Hätte ich vielleicht auch die Harpy mitgenommen. Wäre da doch nicht so schlecht gewesen. Oder ich hätte den Schaman mitgenommen. Zum Debuffen. Da wäre es natürlich schon gut. Schaman, genau. Ja, genau, den Schaman bräuchte ich. Den Schaman. Den Chameur. Ah, jetzt der Aris weg beinahe. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Okay, aber mein PD lebt noch, das ist gut. Hat der eigentlich auch ein PD? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber müsste der eigentlich, das wäre ein guter Spieler, für wenn er kein PD jetzt drin hat. Okay, also von der Zeit her werden wir es nicht schaffen, aber ich lasse trotzdem die 3 Minuten kämpfen, damit ich nicht so viel Schaden mache, wie es nur geht. Okay, wir haben es verstanden. Du willst uns ordentlich Schaden zufügen, hast du auch schon bewiesen.
Ach ja. Okay, dann seht ihr, die 3 Minuten schaffen wir nicht. Aber beim zweiten reingehen sollten wir es dann packen. Der hat aber einiges am Leben. Ich glaube, wenn wir zu zweit da drauf hauen, und dann, naja, ist schon krass. Sarah PD, steck mal hoch. Oh, was ist das denn? So, Fail. Drucken wir nochmal da drauf. Komm, fügt sie in Koma zu, kommt mit Dienern. Okay. Damit habe ich jetzt wirklich am wenigsten gerechnet. Seht ihr diese Zahl? Da ist in 3. Das sind 100. 400.000. 426 Millionen. 400.000. 100. Und jetzt hat er nochmal hier um die 116 Millionen hat er noch. Genau, ich wollte den raus. Die Harpy. So. Und dann den Shazam. Nein, statt Shazam, Schamane halt. Shemaim. Shazam ist ja fast schon dasselbe. Ach, vielleicht wussten der lieb. Ach, den habe ich ja gar nicht mehr. Aber vielleicht hat jemand. Ach, da hat jemand einen Molter. Hat der Molter? Nein. Hat der ein A? Kein Aries. Das ist schon mal ein Nachteil. Okay, der hat ein A. Ah, jetzt seht ihr es hier. Jetzt seht ihr hier, da vorne ist eigentlich ein Töten und Denken jetzt in der hinteren Reihe. Aber dabei ist es in der vorderen Reihe. Also sprich. Jetzt sehen wir hier den Aries in der hinten rechts und hinten links den Kapitän und hinten in der Mitte den Druiden. Hinten rechts müssen wir merken. So, welcher war das? Der Spät. Marcel. Ja, genau, Marcel. Nee, da. Und jetzt seht ihr, Kapitän war vorne hinten links, jetzt vorne rechts. Und Aries hinten rechts, vorne links. Und der Dings war ja hinten. Der Druide war hinten in der Mitte und es ist ja vorne in der Mitte. Also, ihr habt jetzt hoffentlich gesehen, was ich meine. Denke ich, vermute ich, dass ihr jetzt gesehen habt. Okay, und jetzt durch einen Schamane sollte er gar keinen Schaden mehr machen. Und durch den Moltaniker sollte er auch nicht mehr rauskommen, also durch den Drachen. Also, sollte er nicht mal so schnell einen Koma machen. Und. Aber jetzt seht ihr den Schaden von jetzt und vorhin. Dafür ist jetzt auch nochmal der Moltani auch noch gut. Dann macht nämlich auch nochmal Schadensreduzierung. Ihr seht, kommt zwar öfters mal raus, aber der Schaden, den er macht, ist so gut wie gar nichts. Und darum geht es eigentlich auch. Es geht darum zu überleben. Nicht darum, unbedingt viel Schaden rauszunehmen, sondern zu überleben. Wenn man es dann irgendwann überlebt, dann kommt schon der Schaden auch von alleine. Ist halt so. Jetzt habt ihr gesehen, das sind 100 Millionen in einer Minute. Und ich habe vorhin in 3 Minuten auch um die 300 Millionen gemacht. Und da hatte ich halt Damage-Schäden drin. Und dann sind aber auch immer nach der Zeit halt welche gestorben. Das war jetzt hier eben nicht der Fall. Aber ich denke, ich hätte statt der Harpy noch jemanden, der Streuung hat. Meine Harpy hat leider keine Streuung, hätte ich gerne noch drauf. Hätte ich gerne die Pixie sogar. Und hätte ich die gerne auch noch gerne eingesetzt. Aber man hat ja halt nicht alles. Oh, das ist ein Champ. Hoffentlich ist er ein bisschen stärker. Ah, ja. Genau, dann können wir den mal nehmen. Aber diesen Team, das ist so für mich schwerer als dieses mit dem 2- und dem Atlantico und so. Und mit dem. Wie heißt das? Jetzt habe ich das, den Namen vergessen. Hat mein Kürbis kein Wiederbeleben? Oder warum hat er sich nicht wiederbelebt? Genau, eigentlich das mit Team mit den Kürbis und so und den 2 Minus ist eigentlich ist für mich leichter. Keine Ahnung warum, aber ist. Und doch hat Wiederbeleben. Keine Ahnung, warum der sich dann nicht wiederbelebt hat.
So. Dann gehen wir mal weiter. So. Ah, oder jetzt können wir es hier nochmal sehen. Hier hinten, hier vorne in die zwei Schamanen und hier der Werwolf und hier die erste Szene. Und jetzt ist aber alles andersrum. Also, naja, das fand ich halt doof durch das Update. Ist ja schon seit, ich glaube, vor 2 oder 3 oder vor 4 Updates das gekommen. Finde ich allerdings, na gut, man hat sich schon dran gewöhnt. Da weiß man schon. Und ich meine, jeder, der ein Gehirn hat, der wird das auch schon umrechnen können und der nicht sich dazu zu blöd anstellt. Ich meine, schon ein bisschen lästig teilweise, aber wenn man es nach einer Zeit ist, so wie Gewohnheit, und dann weiß man es ja so. Braucht man eigentlich gar nicht mehr dran denken, dann ist es ja für eine halt Gewohnheit. Und jetzt Dauerkoma von einer Dryade, das ist immer das Schönste. Ach, und gestern habe ich auch Boss 4. Werde ich auch noch ein Video dazu machen. Am Freitag oder Samstag. Ja, Samstag wahrscheinlich. Ein Video von Boss 4 werde ich da machen. Und genau, dann werde ich ein Verlangsamungsteam vorstellen für die, die halt auch nicht so gut sind. Weil ich habe mir das Videos angeguckt, zum Beispiel von Turbo Mölli und so. Und mit den Teams hat es bei mir einfach nicht hingehauen. Und dann musste ich, also mit den verlangsamten Teams. Und dann musste ich halt nochmal neu anfangen. Habe ich mir halt selbst ein Team zusammengestellt. Und siehe da, es hat sogar geklappt. Wer hätte das gedacht? Aber naja, ich habe, glaube ich, mein Team vergessen. Und daher muss ich nochmal, werde ich am Freitag das nochmal, oder Samstag oder Freitag, werde ich das nochmal ausprobieren. Und naja. Aber ich weiß, glaube ich, noch so circa mein Team. Also Hexer, Eisdämone und Aries. Genau, Aries. Also Aries ist nicht wichtig, um das Psy-Schild wegzuhaben. Aries wäre noch. Welcher Typ noch? Genau, Kürbis. Ach, und der Rest hat schon mal gesagt. Wirft Schaden zurück. Wie viel Leben hat der? 100. Ah, 107 Millionen. Dafür bräuchte ich jetzt aber jemanden. Ach genau, der. Das Team, aber. Wer hat denn hier Streuung? Der. Ja, mein Ninja hat Streuung. Das ist wirklich verwunderlich, aber. Wen kann ich noch mitnehmen? Die Harpies, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz, nämlich. Wir verlangsamen noch. Die Frosthexe. Die habe ich mir sogar noch geholt. Deswegen eigentlich. Weil ich ja unbedingt mal testen wollte. Und so. Ich will mir jemanden mit jetzt mit Molta und Aries. Hat das überhaupt jemand? Ne, dann nehme ich mir mal den. Wo war das? Was? Fighten? Oh, genau. Ah, der hat einen. Ich will jetzt. Dann gucke ich mal nach einem Aries und einem Gargoyle. Ach, der hat einen Molta und einen Gargoyle. Könnte eventuell so auch interessant sein. Dann würde ich nämlich statt der Frosthexe, nee, statt Ninja, auch meinen Center mitnehmen. Und dann würde ich das einfach mal so probieren. So, aber dann kommt der hier an den Platz. Wisst ihr schon warum, ne? Wer war Späti? Ja, genau, Späti. Herausfordern. Und mit viel Glück hat sein Dingens. Okay, mein Dingens Aris hat gepokt.
Dadurch. Okay, jetzt seht ihr, der Boss ist jetzt sowas von verlangsamt. Und so ein Team meine ich für Verlangsamen. Das ist ein richtig gutes Team als zum Verlangsamen. Ja, und macht noch ordentlich Damage. Also so kam sogar ein Team mit ein Aries, nur ein Aries, und mit zwei Centers, die eigentlich die Energie auffüllen, gut schaffen. Und ich denke, es liegt sogar teilweise daran, dass ich hier ein, wie heißt das? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau, dass ich Auge von Garuda drauf habe. Aber es ist auch nur Level 4. Also man kann es auch schaffen, wenn es noch nicht mal Level 5 ist. Also ich würde mal so sagen, ich will mal so mutig sein und sagen, dass man ab 160 mit jedem, also wenn man die richtigen Helden hat und ist ab Skill-Level, sag ich mal, 7, 6, 7 so. Also, können auch niedriger sein, kann man auch schaffen, aber dass man es dann mindestens schafft, wenn beide so sind, mindestens. Und mit den richtigen Helden und halbwegs guten Talenten, dann denke ich, kann man es auf jeden Fall schaffen. Jeden Boss. Habt ihr gesehen, ich hatte nur eine Frosthexe und die war nur Dings. Ja, ist das? Dies war Skill Level 7? Nee, Skill Level 6 oder 7, weiß ich jetzt nicht. Guck ich mal. Und aber Level 101. Und Skill Level 6 ist sie. Und sie ist auch nicht gestorben und so. Also, naja. Seht ihr, was ich meine? Und das war's auch fürs Video. Ist jetzt sehr, sehr lang geworden. Und tschüss mit Öss.